In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung. An Bord eines der Transportschiffe, kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe. Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort. Unbemerkt sind die ersten deutschen Truppen in Kopenhagen gelandet. Waffen, Munition und Verpflegung werden ausgeladen.